Moin und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Und ja, warum sitze ich auf Toilette? Nicht, weil alle meine Videos für den Arsch sind, das hoffe ich zumindest, sondern weil ich angedroht habe, in Zukunft auch ein bisschen was aus dem Thema Smart Home zu berichten. Und hier habe ich mir selber etwas jetzt zugelegt. Es ist kein Sponsoring, gar nichts, sondern aus eigener Tasche finanziert. Und zwar Roborock Zeo One. Zeo One, das ist kein neuer Saugroboter. Das hat nämlich einen Grund, warum ich hier im Badezimmer sitze, sondern es handelt sich dabei um einen Waschtrockner, also eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht es sofort los und gucken wir uns mal eben den Zeo One an. Ja, wer hätte das gedacht? So eine Toilette dient hervorragend als Kamerastativ. Gut, reden wir aber mal über den Roborock oder die Roborock Zeo One. Im Prinzip ist es ein Waschtrockner, so wie es von Miele, AEG und vielen weiteren Herstellern etwas gibt. Grundsätzlich unterscheidet man Waschtrockner aufgrund ihrer Trockentechnologie. Da gibt es einmal die ganz normalen Kondenswaschtrockner mit Kondens-Trocknung und dann gibt es nochmal die Variante mit einer Wärmepumpe. Ja, und jetzt wird das Ganze neu geschrieben, denn davon nutzt der Roborock Zeo One nichts. Der wiederum hat eine neue Technologie, die nennt sich Zeolith. Zeolith ist für einige schon bekannt aus dem Spülmaschinenbereich, dient zum wirklich guten Trocknen der Teller, Gläser, alles was da so drin ist. Und Zeolith wurde jetzt hier auch beim Roborock verwendet. Kommen wir später drauf, was Zeolith so kann und wie es sich auszeichnet. Kommen wir aber eben mal zu den technischen Daten. Also grundsätzlich waschen 10 Kilo, trocknen 6 Kilo. Ist einfach davon abhängig, dass natürlich nasse Wäsche nachher dann schwerer ist und deswegen hat man da so einen kleinen Puffer. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass das Gerät eben nicht nur in diesem klassischen Weiß zu haben ist, sondern auch in Schwarz. Ja, gucken wir uns aber mal an, wie wird sowas überhaupt angeschlossen? Ja, grundsätzlich ist es im Prinzip für jeden Laien machbar, wenn zu Hause so ein bisschen was vorbereitet ist. Ihr habt eigentlich nämlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal ist das natürlich die Wasserzufuhr, das ist hier, ihr müsst also irgendwo einen Wasserhahn haben und dann ist es die Wasserabfuhr hier. In diesem Falle ist es bei mir in der Wohnung vorbereitet gewesen, dass man hier direkt einen Ablaufschlauch anschließen kann. Hier ist so eine Reduzierhülse, damit das auch wirklich fest ist und wenn das Wasser rausgepumpt wird, nicht eben abfliegt und ihr euer Badezimmer unter Wasser stellt. Da gibt es auch ein paar andere Lösungen. Unter anderem könnt ihr das auch im Prinzip tatsächlich ins Waschbecken ablaufen lassen. Ihr müsst halt gucken, dass er über einen bestimmten Level hinüberkommt. Das ist in der Anleitung gut beschrieben. Das heißt, das Wasser darf unten dann nicht in dem Ablaufrohr sich stauen, sondern muss hochgepumpt werden, hochgefördert werden und dann wieder ablaufen, zum Beispiel in ein Waschbecken. Ja, ansonsten Strom seht ihr hier. Dazwischen steht bei mir noch so ein kleiner Strommesser, Meta-kompatibel. Kommen wir später drauf, dient einfach dem Messen des Stromverbrauchs des Gerätes. Ansonsten gibt es hier gar nicht viel anzuschließen. Vor der Installation müsst ihr natürlich hinten nochmal eben die Transportsicherungen entfernen. Das sind vier Schrauben. Und dann müsst ihr das ganze Gerät noch austarieren. Das heißt, dass er hier auch wirklich sicher steht. Und wenn es dann ins Schleudern geht, dementsprechend nicht auf Wanderschaft geht. Kann euch aber sagen, da ist hier auch alles gut einstellbar. Unten drunter kann man dann noch so einen Schaumstoff kleben, dass er dann noch mal ruhiger wird, wenn er dann halt auf so einem festen Boden, wie ich es jetzt hier habe, also auf Fliesen steht. Bevor es dann aber auch losgeht,
Ihr habt hier eine automatische Dosierungsfunktion. Das heißt, in diesem Fach hier oben könnt ihr dementsprechend das Waschmittel und auch den Weichspüler, weil wir lieben weiche Handtücher, einfüllen und dementsprechend kann er sich dann selbst bedienen und meldet sich auch natürlich, wenn das leer ist. Das heißt, für die Männer unter euch, ihr habt nie wieder das Problem, dass ihr nicht wisst, was für Waschmittel, in welcher Menge, in welches Fach. Für die Freunde der Maße, das ganze Gerät ist 59,5 breit, 85 cm hoch und 66 cm tief. Das liegt unter anderem dafür, daran, dass das Display und auch die Tür so ein bisschen vorstehen. Das seht ihr hier, deswegen ist er tiefer als breit. Unterbaufähig weiß ich nicht. Er hat jetzt hier oben nicht diesen typischen Rahmen, den man dann abbauen kann, damit er unterbaufähig ist. Einbaufähig schon mal gar nicht. Aber bei einer Höhe von 85 wisst ihr das dann selbst am besten, ob ihr das irgendwo unter eurer Arbeitsplatte im Hauswirtschaftsraum bekommt oder nicht. So, kommen wir jetzt aber mal zum eigentlichen Gerätchen. Ne? Touch-Display ist gefühlt Kunststoff, kein Glas. Wenn ich die hier... Ja, ihr hört den Unterschied. Fühlt sich auch anders an. Also das Glas ist deutlich kälter hier unten. Das Bullauge, Mann, die klappe Tür, egal. Trotzdem Touch. Zack. So. Und jetzt seht ihr schon allerhand Programme, die ihr hier seht. Ihr könnt sagen, ich will waschen und trocknen. Dann ändert sich sofort die Zeit auch. Ihr sagt, ihr könnt nur trocknen. Auch da ändert sich die Zeit. Ihr könnt jetzt hier bestimmen, okay, soll es schranktrocken sein oder in einer anderen Trockenstufe, ne? Hier. Also muss ich auf Baumwolle gehen. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, bügeltrocken, schranktrocken plus. Und gut ist das Ganze. Ja, Baumwollwaschgang ist auch der Waschgang, den ich jetzt hier gleich ausprobieren werde. Das heißt, ich gehe jetzt hier nicht irgendwie auf den Eco-Modus oder so weiter, sondern gehe ganz normal auf den Baumwollmodus und dann gucken wir uns mal an, was er macht, wie lange er das macht, was vor allem er verbraucht dabei. Und ja, was ihr jetzt hier noch seht, ist Folgendes. Ihr seht hier das App-Programm. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an, nämlich die SEO One hat natürlich eine App-Funktion, so wie es Roborock eigentlich immer hat, auch bei den Saugrobotern. Und da habt ihr nochmal viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. So, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, ich bin dazu mal eben in die App reingegangen. Ihr seht hier schon die SEO One. Habe hier auch noch meinen Roborock Morevo drin, aber es geht ja um die SEO One. So. Und jetzt muss ich den Status abrufen. Ist natürlich eingebunden hier in mein Internet. Und ding, 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 ding. Da ist er. So, ihr seht jetzt hier trockenen Baumwolle. Den habe ich hier oben auch eingegeben. Hat er hier auch drin. Ihr habt hier unten aber, wenn ihr mal im hochswipe, noch viel mehr Programme. So. Ihr könnt hier oben bestimmen, soll ich waschen und trocknen. Und seht auch da, Bettzeug, Anti-Allergen, ne? Auch eine Trommelreinigung. Eigentlich ist das Gerät selbstreinigend. Auch das ist ein großer Vorteil. Ihr müsst also keine Flusen raussuchen, wenn es dann eben mal nach einer Zeit X zu Flusenansammlung kommt. Also, wie gesagt, das sind dann die Programme, die ihr zusätzlich starten könnt. Was hier nochmal wichtig zu sagen ist, er zeigt euch hier natürlich auch immer die geschätzte Dauer an, die kann sich aber auch verzögern. Teilweise braucht er beim Trocknen dann deutlich länger. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, starte mal die Reinigung, das mache ich jetzt hier, ich gehe mal auf das Wollprogramm, so, und sage jetzt unten auf Waschen und Trocknen starten, dann sagt er, bitte zuerst die Fernbedienung autorisieren. So, was ist damit gemeint? Ja, also ihr müsst euch vorstellen, es ist natürlich auch mal der Fall, dass Kinder im Haus sind. Ihr seid jetzt außer Haus, dann sagt ihr irgendwann, okay, ich bin gerade unterwegs, ich möchte jetzt das ganze Gerät starten. Ihr wisst aber nicht, wie ist die Situation zu Hause vor Ort. Nicht jeder hat eine Kamera auf der Toilette stehen, die dann so etwas filmt. Ja, also muss man, bevor man das ganze Ding hier in Betrieb nimmt, hier ist so ein kleiner Hinweis, da steht drauf,
Schleuderdrehzahl. So, wenn man den jetzt länger drückt, dann hört jetzt mal immer hin. Habt ihr es gehört? Es hat in dem Moment Klack gemacht. Das heißt, er hat die Tür verriegelt. Das heißt, wenn ich es hier vordefiniere, dass wir eine Reinigung starten wollen per App, dann ist es dementsprechend so der Fall, dass wir hier vorher das absichern müssen. Das heißt, ihr müsst hier vorher einmal so lange drücken, bis das aktiviert ist. Erst dann lässt sich hier auch das Programm starten. Und das seht ihr jetzt unten. Unten könnte ich jetzt Trocknen starten drücken oder auch, wenn ich auf den Waschentrockner gehe, ohne dass es jetzt hier nochmal dieses Schloss gibt, was ihr eben gesehen habt. Und dementsprechend würde jetzt loslegen. Ich habe jetzt hier keinerlei Einstellungen gemacht. Ich könnte jetzt anfangen. Übrigens seht ihr jetzt gerade, das Display war die ganze Zeit an, ist jetzt ausgegangen. Auch das ist so ein Sparmodus, weil ich jetzt nichts gemacht habe. Ich wollte euch das ja nur zeigen. Ich belade den jetzt erstmal und dann werden wir uns das Ganze mal angucken, was am Ende dabei auf der Liste steht. So, also ich habe ihn mal eben beladen. Jetzt mal starte ich nochmal eben die Bildschirmaufnahme, damit ihr seht, was ich jetzt hier mache, weil wenn, dann starten wir das Ganze halt auch per App. So, nehmen wir mal eben hier in Betrieb. Wir machen jetzt hier ein Waschen- und Trocknen-Programm. Das seht ihr jetzt hier oben in dem Bildschirm, dass da Waschen und Trocknen steht. Eco steht jetzt hier. Wir gehen auf Baumwolle. So, Baumwolle ist eingestellt. Und jetzt sagt er hier 3 Stunden 16. Hier sagt er jetzt 1,45, also ich müsste hier auf so, 3,16. So, ich kann, also er übernimmt es nicht, wenn ich jetzt hier irgendwas einstelle, dass hier das Display umspringt. Ich mache jetzt mal bewusst irgendwie, sag ich mal hier, okay, wir machen hier auf Eco, dann seht ihr, ist eine ganz andere Zeit. Ich möchte das Ganze aber über die App starten. Das heißt, jetzt seht ihr unten neben dem Wasch- und Trocknen starten noch das Schloss. Das ist das, was ich eben erwähnt habe. Wir müssen jetzt hier, übrigens hier sagt er, dass Waschmittel und Weichspüler noch genug vorhanden sind. Es würde blinken, wenn es leer wäre. So, jetzt hier wieder auf das Thema Schleudern, Drehzahl drücken, länger. Klack, Tür ist verriegelt und in dem Moment habt ihr unten in der App gesehen, wurde das freigegeben. Ich drücke jetzt hier auf Starten, Fernbedienungsautomatisierung, Waschgang per Fernzugriff starten, Fragezeichen. Wir drücken auf OK. Er wechselt hier oben auf die gleiche Zeit wie in der App, 3,16 und hört ihr was? Wie leise das ist, ne? Liegt unter anderem unter dem Direct Drive Motor. Der ist dermaßen leise, speziell aufgehängt und alles, dass es dementsprechend hier auch zu wenig Geräuschbildung kommt. Ja, und wo wir gerade bei den technischen Sachen sind, Zeolith, ich habe es eingangs erwähnt. Was ist dieses Zeolith überhaupt? Zeolith, ich mag das Geräusch. Hört ihr es? Zeolith, das ist eine Art Gestein im Prinzip. Und hat eine extrem große Oberfläche. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Schwamm, nur dass Zeolith natürlich in der Lage ist, auch Wärme zu speichern. So, also dieses Zeolith, was hier oben verbaut ist, hat eine Fläche von 288.000 Quadratmetern. Das ist einfach mal riesig und das 42.000-fache von der Größe, die hier tatsächlich verbaut ist. Ja. Es wird keine große Hitze benötigt, das heißt, das Zeolith wird erwärmt. Und mit hohem Druck wird die Luft aus der Trommel beim Trocknen durch das Zeolith gepustet. Das Zeolith hat eine so große Oberfläche, dass es das feuchte Wasser speichert, also aus der Luft entzieht, gleichzeitig wegtrocknet, ne? Und dann die trockene Luft aus dem Zeolith wieder in die Trommel geblasen wird. Und so habt ihr einen Kreislauf, ne? Deswegen Zeocycle, ne? Cycle, der Kreislauf. Und der große Vorteil einfach an diesem Zeolith ist, dass man keine großen Temperaturen braucht. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel in Spülmaschinen verwendet wird. Es reicht hier 30 bis 40 Grad trockener Temperatur, um eben eure Wäsche trocken zu bekommen, was gerade bei Wäsche wie Wolle oder Seide sehr, sehr wichtig ist.
weil das eigentlich kaum geeignet ist zum Trocknen. Wenn ihr es zu heiß trocknet, dann läuft es ein und ihr könnt es euren Kindern geben. Da passen sie dann vielleicht rein. So, ansonsten also, wie gesagt, 30 bis 40 Grad und ist damit die Hälfte von dem, was eigentlich üblich ist an Trockentemperatur. So, wir warten jetzt mal eben den Waschgang ab. 334 ist jetzt hier das, was da steht. Und am Schluss werde ich euch dann mal eben erzählen, was haben wir denn verbraucht. Also, das sind jetzt die Geräusche, die der Zero One im Schleudermodus bringt. Gehört, klar ist das zu hören. Es vibriert auch ein bisschen. Ich habe hier mal ein Glas Wasser mitgebracht. Da seht ihr das. So. Das ist alles. Also, da passiert jetzt nicht wirklich was. Das ist sehr unspektakulär. Von der Geräuschentwicklung auch. Maximale Drehzahl ist, glaube ich, erreicht. Ihr seht oben das Wasser, weiß nicht, ob ihr es seht, aber da bewegt sich wirklich nicht viel. Ich nehme euch mit der Kamera mal eben ran. Und es ist schlecht natürlich zu filmen, aber ja, da ist nicht wirklich viel Bewegung im Kasten und Geräuschentwicklung auch völlig cool. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie den SEO in einem HWR habt oder aber hier in so einem Gästebad, dann fühlt sich dadurch auch nicht irgendwer großartig gestört, denke ich mal. Während ich beim Sport war, kam die Meldung, dass ich jetzt zeitnah die Wäsche aus dem Roborock entfernen soll, ja, warum auch immer. Ihr seht jetzt aber, wer ist ausgeschaltet, man kann jetzt öffnen, die Tür ist nicht mehr verriegelt. Wäsche ist sauber, hoffentlich, aber war jetzt auch nicht so doll verschmutzt. Kommen wir mal eben dann zum kurzen Übersicht der Verbräuche. Ja, ich habe vorher ein Foto gemacht von meinem Wasseranschlüssen hier, also wo da der Verbrauch lag. Und das seht ihr jetzt gerade im Bild. Und für die unter euch, die das jetzt so schnell nicht auf dem Kasten haben, das sind genau 0,7 Kubikmeter gewesen. Das heißt, und das ist wirklich ein Zufall gerade, der hat genau 70 Liter verbraucht jetzt für den Waschgang. Bei den Verbräuchen, was den Strom angeht, ist es ganz witzig. Ich habe den jetzt ja schon ein paar Wochen und habe oben den Strommesser, den ich euch am Anfang gezeigt habe, den habe ich ein bisschen länger schon drin, so dass ich da so ein bisschen einen Mittelwert gebildet habe. Und ich hatte zum Beispiel jetzt mal reingeguckt, ein Verbrauchzyklus lag bei 2,5 Kilowattstunden, der andere lag bei 3,15, was dann im Schnitt 2,8 sind. Und jetzt gucken wir mal hier aktiv rein, was der heute verbraucht hat. Und das seht ihr jetzt gerade. Also oben seht ihr bei den 1,08, das ist die aktuelle Stromversorgung, das ist Standby, 1 Watt. Aber der Energieverbrauch heute liegt hier bei 2,86. Jetzt habe ich euch eben gesagt, die eine waren 2,5, die eine 3,15, genau. Das sind 2,8. Ich liege jetzt also mit dem aktuellen Waschzyklus genau auf dem Durchschnittsniveau, was ich vorher hatte, 2,86. Insofern, ja, denke ich mal, das war jetzt ja die Gemischtwäsche hier, hätte ich gesagt, also die Baumwolle, ne? Wir hatten ja das Waschprogramm jetzt hier, Waschen und Trocknen. In dem Bereich 3,16 hatte er vorhin auch angesagt. Und da verbraucht ihr also dann dementsprechend 70 Liter Wasser und 2,8 Kilowattstunden Strom. Heißt jetzt aufs Jahr gerechnet, wenn ihr jetzt in der Woche zweimal waschen würdet, ist das ja einfach zu rechnen. 70 Liter pro Waschgang sind 140 in der Woche. Ja, mal 50 gerechnet, macht es selber, habe ich jetzt keine Lust zu. Insofern, ja, ist es aber, glaube ich, ein Anhaltspunkt. Damit liegt er bei dem Baumwollwaschprogramm sogar ein bisschen unter dem Schnitt, was Roborock selber angegeben hat in den Datenblättern. Ihr wisst, dieses A bis E, da sind Waschtrockner nie ganz so gut, weil sie eben beides so ein bisschen können müssen, aber keines perfekt. So. So, Kinders, ich kenne euch doch. Und natürlich wollt ihr wissen, was ist denn dann im Eco-Modus möglich? Wo ist der ökologische Ansatz? Und
wenn ich den hier auf Waschen, Trocknen 5 Stunden 44 laufen lasse? Was bringt mir das? Habe ich natürlich auch gemessen. Ergebnis: 44 Liter statt 70 und 2,2 Kilowattstunden statt 2,8 Kilowattstunden. Ihr braucht einfach nur ungefähr 2 Stunden mehr Zeit, aber er wird ja auch irgendwann fertig. Also insofern könnte sich das lohnen, wenn man tatsächlich hier den Eco-Modus laufen lässt. So, das nochmal eben als Einwurf, zurück zum Video. Und damit mal eben ganz kurz Fazit. Ist er das Geld wert? Also, er spielt in einer Liga mit den Waschtrocknern, die mit Wärmepumpe laufen. Muss man ganz klar sagen. Also Miele, AEG, whatever, was da noch gibt, auch von LG und sowas gibt es sowas. Muss man wissen, die sind grundsätzlich teurer. Ihr kriegt natürlich auch extrem günstigere Waschtrockner, die kosten deutlich unter 1000 Euro. Das sind dann Kondenswaschtrockner, die verbrauchen ein bisschen mehr Strom als solche Geräte hier. Muss jeder für sich wissen. Für mich ist es natürlich eine nette Spielerei, allein wegen der App und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, so, das gönne ich mir. Finde das hier toll mit dem Touchscreen und alles. Und er sieht modern aus und er ist mal nicht weiß. Man kommt ihm natürlich auch in weiß. Ich wollte bewusst aber ein Gerät, was dunkel ist. Warum auch immer, gegen den Mainstream und so weiter. LG hat da ein paar Geräte. Ich meine, auch Samsung hat ein paar dunkle Geräte, ist aber wirklich eher die Seltenheit. Deswegen war für mich schon mal wichtig, ich will ein dunkles Gerät, ja. Und ansonsten von mir eine klare Empfehlung. Ich mag das Gerät super gerne, ich finde die App-Bedienung toll. Auch wenn man das immer erst freigeben muss, ist halt ein Sicherheitsfeature, könnt ihr auch nie abstellen. Ansonsten, ja, falls ihr Fragen habt, ab in den Kommentaren damit. Ich hoffe, dass er noch später eine Meta-Integration bekommt. Dann sehe ich das auch in meinem Tablet zum Beispiel, im HomeKit. Und das wäre nochmal für mich oben ein on top. Aber muss nicht sein, ist auch so alles cool. Und ja, in diesem Sinne, bis bald wieder auf dem Kanal und danke fürs Zusehen. Ciao.